guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unseren Livestream Jungs Remote im Programm Scam-Vents-Kalender ankündigen zu dürfen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir Gäste aus drei Ländern hier heute Abend bei uns haben. Und zwar César Bernal, mein Duopartner von Jungs aus Chile, Andrés González, Komponist ebenfalls aus Chile und Luis Alvarado aus Peru, die alle heute Abend hier live dabei sind. Wir werden auf Deutsch und Spanisch sprechen und bitten Sie für das Verständnis dafür, dass es natürlich ein bisschen langsamer dadurch geht. Ich wünsche viel Vergnügen bei unserem heutigen Livestream. Buenas noches, buenas tardes todos, a todos en Sudamérica que están mirando este programa. Muchas gracias para venir, para mirar esta emisión del Scam Vents Calendar. Es un programa de la asociación Scam que estamos haciendo aquí en Alemania. Cada día estamos publicando un poco de vídeo y muchos saludos a todos los huéspedes que están ahora con nosotros. César Bernal, Andrés González de Chile y Luis Alvarado de Perú. Estoy muy feliz que hemos podido realizar esta emisión con tres países y muchas gracias a todos que están venidos con nosotros y mirando y disfrutando de esta emisión. Gracias a todos.
Bueno, me parece muy interesante ejercer una obra a distancia correspondiente a los tiempos que estamos viviendo. Esta era parte de un concierto que íbamos a realizar juntos con Jonx, pero que por la pandemia no se pudo realizar, en donde buscamos una forma de relacionarnos a través de la distancia. Deshalb spricht darüber, dass er es sehr interessant findet, durch diese Distanz ein gemeinsames Werk trotzdem zu erschaffen und auf diese Weise auf die aktuelle Situation zu reagieren. Ja, so dass wir trotzdem, also trotz der Pandemie, künstlerisch zusammenarbeiten können. Sí, me parece muy interesante que en estos nuevos tiempos aparecen nuevas formas de relacionarnos, en donde ya no existe un lugar físico ni un tiempo horario. Es todo una ficción de un lugar. Er sagte, dass es dadurch der Ort zu einer Fiktion wird. Das heißt, dass die physische Existenz sich nicht mehr auf einen bestimmten Ort bezieht und dass wir neue Beziehungen zueinander schaffen, indem wir künstlerisch damit umgehen. Ja, in dem Fall solche Sachen, zum Beispiel diese Sitzung für uns und auch wenn ihr zum Beispiel improvisiert jetzt, also live, ist eine neue Situation, dass wir nicht vorher gemacht haben und ist ganz interessant auch. Die neue Niveau sozusagen von Beziehungen. Ja. ¿No? Lo que quiero decir es que básicamente esta manera de como de juntarnos, hacer una reunión, ¿no? Virtual de este tipo, ya es algo novedoso para la gente que, digamos, solamente para comunicarse. Y en el caso de la música, por ejemplo, en el caso para poder improvisar, es algo que nos pone en un nuevo nivel de comunicación que también es interesante, pero es difícil también de asimilar. Sí. A mí me gustaría ver la percepción que tiene Luis en torno al resultado de la obra, que podría ser el primer video que vamos a ver después. ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Nos faltó Ojalá. saludar. Te Estamos haben en gegrüßt. diferentes horarios. Bueno, ¿te refieres al video que los videos producidos por Nicola, no es así? Claro. Bueno, en general como trabajos de digamos de composición o de, digamos, de creación de saxofón y bueno y contrabajo, ¿no? Y creo que hay también sonidos electrónicos. O sea, es en general me parece a mí una combinación bastante. No sé, como no hay mucho que decir, ¿no? Ustedes son bastante eficientes, digamos, ¿no? Lo hacen bastante bien. Lo que suena es siempre muy efectivo, algo como muy potente. Y creo que en general, a mí me gusta más el hecho de que estemos ahora buscando las formas de colaboración a la distancia y que esta misma actividad y el hecho de, digamos, encontrar salidas, ¿no? Para poder seguir produciendo, digamos, sea algo que no se pierda, ¿no? Como que en general veo la obra como todo esto en general, ¿no? Para mí creo que la obra es toda esta experiencia y esta situación, ¿no? Como una especie de encuentro
en el que, bueno, están obviamente los trabajos que ustedes han hecho, pero está esta situación, ¿no? De estar compartiendo, intercambiando y creando esta red, ¿no? De colaboración y de trabajo que me parece muy, no sé, como me entusiasma bastante, ¿no? Siento que esto va a generar cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Also Luis hat eine ganze Weile darüber gesprochen, dass er einerseits die klangliche Kombination zwischen Saxophon und Kontrabass und auch elektronischen Klängen sehr effizient findet und es ihm sehr gut gefällt. Und er hofft, dass man durch diese Distanz, also durch diese Zusammenarbeiten auf Distanz, die wir jetzt realisieren können, diese ganze Kultur erhalten können und einen Ausweg finden aus der Situation, dass wir voneinander separiert sind und auf diese Weise also natürlich unsere Arbeit nicht mehr in der gleichen Weise fortführen können und dass wir einfach eine kreative Lösung hier suchen und auch finden, um weiterhin kreativ zusammenarbeiten zu können. Und jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, dass Luis mir nicht sehr viel Chance gelassen hat, mit dem Gedächtnis zurechtzukommen und seinen ganzen Monolog hier übersetzen zu können. Andres, vielleicht kannst du mir helfen und noch einige Aspekte benennen, die er gerade erklärt hat. Also, du sagst auf Deutsch. Ja, ja, genau. Am Ende war nur diese, er sagt der Punkt, also von dieser neuen Situation, die interessant ist und ein bisschen kompliziert auch natürlich, also, genau. Ist es schwer. Ich möchte auch vielleicht ein paar Fragen für ihr beide, also Nicola und César, stellen, über die Produktion von solchen Sachen. Also ja. Wir haben natürlich die Möglichkeit, solche Verbindungen, solche Sitzungen realisieren, aber es gibt immer Probleme, also technische Probleme, auch vielleicht ästhetische Probleme, die wir vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen. Über solche Produktionen, zum Beispiel ein Video machen mit Musik oder eine Improvisation zusammen zu machen und solche Sachen. Yo digo, solamente quería preguntarles a César y a la Nicola, ¿cómo se aborda de alguna manera la producción musical o sonora, ¿cierto? A través de este tipo de plataforma, en donde la presencialidad no es posible. Pero hay una nueva relación de una presencialidad virtual, ¿cierto? Entonces hay aspectos técnicos por un lado y también aspectos estéticos que quizás sean interesantes de profundizar. A lo mejor, César, si tú quieres. Bueno, creo que la base de la improvisación está siempre en la escucha, ¿no es cierto? Entonces, por suerte, primera vez que probamos YamKazam, que es el programa que estamos utilizando, y ha sido una experiencia bastante confortable, muy amigable. Por suerte, técnicamente escuchaba muy bien a Nicola, pero es una ausencia del cuerpo. Entonces, aparece el gesto, se reduce solamente a un gesto sonoro. Cuando uno improvisa y en la música más performática, el cuerpo toma mucha importancia y es una energía en movimiento que puede estar en silencio, pero con una tensión corporal que le da mucho dramatismo muchas veces a la música. Encuentro que ha sido una muy buena experiencia. Con Nicola hemos trabajado para buscar esta forma de relacionarnos a través del videoarte, ahora esta improvisación, y tenemos futuras ideas para seguir colaborando a distancia. Ja, César hat darüber gesprochen, dass er also mich zum Glück sehr gut gehört hat in der Software, die wir benutzt haben, YamKazam, und dass er aber trotzdem den Aspekt der körperlichen Präsenz und der körperlichen Energie beim normalen Improvisieren sehr wichtig empfindet und auch Träger von Spannung und Präsenz auch da, wo kein Klang entsteht
und dass sozusagen dieser körperliche Aspekt eben auf diese Distanz natürlich entfällt, der normalerweise ein sehr wichtiger Teil der performativen Erfahrung und Arbeit darstellt. Und ja, Andres, was hast du? Und du? Was sagst du? Ja. ¿Qué dices tú? Por favor, tengo que decir algo técnico. Por favor, si hablan tan longo, yo no puedo tener todo en la memoria. Interrumpen, por favor, en hacen como pedazos un poco más pequeños. Para que traduzcan mejor. Ja, also für mich war das so, dass es jetzt eigentlich, glaube ich, ein bisschen durcheinander ging, weil ich hatte deine Frage, Andres, auf den Film bezogen. War das so gemeint? Ja, auch. Ja, auch. Also, Nicola pregunta también si vamos a hablar sobre el video, ¿no? Que el primer video de ustedes, ¿no? Sí. Ich dachte, wir sprechen eigentlich über das Video. Genau. Und, der ursprüngliche Plan von mir war, César einzuladen nach Stuttgart. Wir wollten einfach ein Projekt machen, so wie sonst auch. Und dann ging das nicht. Und dann hatte ich die Idee, dann eben eine Videoinstallation zu machen, wo ich quasi eigentlich wollte ich mehrere Monitore übereinander stapeln und eine lebensgroße Installation von ihm machen und dazu selber auch physisch spielen. So quasi, als ob er da wäre und ich eben als Duopartnerin auch auftreten kann in einem realen Konzert. Und leider ging das dann auch nicht, weil man nicht nur nicht reisen konnte, sondern auch nicht mehr veranstalten konnte. Und da musste ich mir einen dritten Weg überlegen. Und der dritte Weg war, dass ich mir einfach mit dem Videomaterial, was ich sowieso ja brauchte, um diese Installation realisieren zu können, eine Videoarbeit selber mache, um es dann eben im virtuellen Raum zu präsentieren. Das war sozusagen der erste Schritt. Vielleicht kannst du das mal eben übersetzen. Ja, war auch lang, ne? Ja, nein, genau. Sorry. Ja, no di idea allgemein. No. Also, no. Lo que dice Nicola es básicamente que el plan original era hacer una instalación, ¿cierto? Con video, en donde se pudiese tocar y poner algo así como multicámara o multiplataforma, ¿cierto? En donde se pudieran observar varias imágenes simultáneamente, ¿cierto? En donde se pudiera interactuar, ¿no? Pero en la presencialidad. Entonces, obviamente por los problemas que todos conocemos, no se pudo y se tuvo que hacer una versión, digamos, a distancia, y que fue el resultado que nosotros vamos a ver. ¿Lo vamos a ver vía Zoom del video, Danach? Ja, also, in der Sendung wird das Video ja gezeigt, aber wir sehen es ja jetzt nicht, ihr habt es ja gesehen, ¿no? Ah, genau. Entonces, claro, se va a ver después el video, por supuesto, dentro, entonces, porque son dos videos que se grabaron, estamos hablando básicamente como del, vamos a tratar de hablar del primero, pero básicamente fue eso la situación, ¿no? Entonces, lo que tuvieron que hacer es básicamente un video a partir de unas grabaciones que tuvo que hacer César, lo hizo en su casa, no sé, César, ¿lo hiciste en tu casa o...? No, lo hice en el Museo Palmira Romano, en Limache. En Limache, eso queda en la quinta región, Chile. Das ist in der fünfte Region, Chile, also in Chile, in der Nähe von uns, also in der Nähe von Valparaíso, en las cercanías de Valparaíso, in einem Museum, en un museo, ¿cierto? Donde César grabó este video y Nicola con sus colegas lo procesaron, hicieron un video arte básicamente en Alemania. Ja. Yeah. Und dann war natürlich für mich die Möglichkeit, sozusagen mit diesen Aufnahmen zu arbeiten, die César schon geschickt hatte, als Videoarbeit ganz einfach. Ne? Und das ist dann schon eine Umformung in eine ganz andere ästhetische Sprache. Also ich habe versucht, eine neue Beziehung zu ihm über das visuelle Material eigentlich aufzubauen. Und ich denke, man sieht auch in dem Video, also das ist so gemacht, dass man das eigentlich sieht, dass wir beide in getrennten Räumen also sind. Er hat das Videomaterial
von ihm habe ich dann bearbeitet und mich selbst dabei auch durch die Kamera meines Rechners aufgenommen, während ich also die Software verwendet habe, mit der die ganzen Effekte und Zusammenstellungen entstehen. Ja, bueno, resumiendo también un poco, básicamente que el video que le mandó César fue procesado y fue llevado como a un nuevo estadio de arte, por decirlo de alguna manera. Es una nueva dimensión de arte, básicamente porque no aparece el video tal cual como se toma tradicionalmente, sino que está procesado y en virtud también del sonido, ¿no? Das Prozess nimmt auch von den Audio etwas, ne? Ist in Koordination sozusagen mit dem Audio, oder? Nein, ist es nicht. Also das Audio habe ich einfach so belassen, wie es war. Der Plan ist zwar, dass ich das Audio auch resample und neu verwerte, aber diesen Plan habe ich bisher nicht realisiert. Also für mich claro, lo amplió nuevamente el audio y lo transformó con el video. No, no, el audio es el original, lo que grabó César. Y yo ya no tenía tiempo de hacer composiciones diferentes. Es decir, César hace la composición al nivel musical y yo hice la composición al nivel visual. Pero las imágenes son de César. Sí, principalmente. Pero también de... También de tuya. Porque me grabé a mí sobre la cámara de mi computador al mismo momento que utilicé la software que hace los efectos, ¿no? Sí, eso, Andrés, es muy interesante ver cómo una creación que es capturada por, en este caso, Rodrigo Acevedo en la cámara... después pasa a otros planos creativos y en el fondo es una obra que podría seguir transformándose. Es una obra abierta que nace desde un sonido. Eso es muy, muy, muy interesante del trabajo que hizo Nicola. ¿Puedes übersetzen? Ya, also... Nee, eigentlich, ich habe das jetzt gerade so auf mich wirken lassen und habe es jetzt... Okay, er sagt nur, dass was wichtig in diesem Prozess ist, die Übersetzung sozusagen von einem ersten Niveau, die ist nur also Audio und Video in Original und dann die Verarbeitung. Nee. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein, dass er also meinte, der Klang ist der Ausgangspunkt von dem Werk und es transformiert sich eben in andere Formen und in andere Ausdrucksebenen hinein. Ja. Claro, es la transformación básicamente en otro nivel. Mhm. Sí. Thank you.
Y vamos a conversar un poco del CD que estamos planificando con Boo Records y con el audio que todos ya conocen. Y en la emisión vamos a mostrar dos pedazos de este CD, una improvisación con sax bajo y contrabajo y una improvisación con este instrumento particular que se llama sarrusofón, que es muy raro y claro, también contrabajo. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen über die CD sprechen, die wir nächstes Jahr herausgeben wollen, und zwar auf Boo Records, das Label von Luis. Und wir werden in der Sendung heute zwei Ausschnitte aus der CD zeigen. Eine Improvisation mit Basssaxophon und Kontrabass und eine Improvisation mit einem sehr besonderen Instrument, das heißt Sarrusofon. Es ist ein sehr ungewöhnliches Instrument, sehr selten. Ein historisches Instrument, es war mal eine Konkurrenz zum Saxophon und ist aus der aktuellen Produktion quasi verschwunden. Es gibt noch einen Spezialisten, der die noch bauen kann, aber normalerweise kann man sie nicht mehr finden. Bueno, lo que puedo decir acerca de este proyecto que estamos digamos, iniciando ahora, es que es, bueno, algo que en particular está bastante relacionado mucho con la actividad que hay dentro de Boo Records, que es un sello dedicado básicamente a la música experimental y a las músicas no convencionales, así llamarlas. Y dentro de ese amplio espectro ha habido siempre mucha atención hacia, digamos, trabajos que relacionen la música electroacústica con, digamos, con otros instrumentos, ¿no? Hay artistas como Jaime Oliver o Edgar Valcárcel, dentro del sello, que son compositores de música electroacústica peruana que han trabajado con otro tipo de, sobre todo con instrumentos nativos peruanos, también Arturo Ruiz del Pozo, es otro compositor peruano, y es un campo en general que a mí me ha interesado bastante siempre dentro del sello. Er sagt, dass also für das Label, für Boo Records Label, ist ein neues Projekt, das ist gerade in die Linie sozusagen von was ihr gearbeitet haben, schon von experimenteller Musik, ne? Und auch neue Musik und der Label hat auch Erfahrung in andere mit verschiedenen Autoren, die arbeiten auch mit lateinamerikanischen Instrumenten. Trabajan con instrumentos latinoamericanos, ¿cierto? Los nombres no los recuerdo. Die Namen, welche waren die Namen von den Leuten? Edgar Valcárcel, Jaime Oliver, José Sosaya y Arturo Ruiz del Pozo. Und Elektroakustik, bueno, hat er auch erwähnt, dass es auch ein wichtiger Teil von Boo Records ist, elektroakustische Musik. Elektroakustische Musik auch. Also. Sí, bueno, por otro lado, que es algo que creo que también es muy importante remarcar, que la, digamos, o sea, creo que lo que algo positivo siempre generan estas colaboraciones digamos, entre artistas de Sudamérica, de Latinoamérica y artistas sea europeos, americanos, siempre la posibilidad de que haya un diálogo, ¿no? De las tradiciones, un poco de los mundos musicales, ¿no? De cada lugar. Auf eine andere Seite. También eso, ja, er sagt, dass es ihm sehr wichtig ist, auch den Dialog zwischen den Kulturen, also auch zwischen europäischen und südamerikanischen Künstlern zu befördern und dass er das auch etwas sehr, erstens sehr Positives, zweitens aber auch ästhetisch Interessantes findet, die eben diese verschiedenen
Traditionen oder Hintergründe miteinander in Kontakt zu bringen. Y bueno, en particular también esa ha sido una labor que también he desarrollado con el sello y he tenido la posibilidad de trabajar con algunos artistas alemanes también, con muchos artistas suizos y artistas, no sé, de España, de muchos lugares de Europa en general. Pero en concreto de Alemania, con algunos artistas quizás más relacionados a música electrónica o música experimental, que tiene un perfil que quizás venga más de la tradición de música de sintetizadores y ese tipo de sonidos. Pero también tengo en el sello como dos artistas que son bien importantes dentro de esta cooperación, digamos, de Alemania y Sudamérica, que es, uno es una artista peruana, en realidad, que vive en Alemania, que se llama Ale Hop, y ella organiza un festival muy interesante que se llama Radical Sounds Latinoamérica, junto con Talía Vega, que es un festival que incluye artistas latinoamericanos que viven en Alemania, ¿no? Y ha habido mucho trabajo, colaboración con ellos, y creo que es un buen espacio en el que eventualmente el proyecto de Jones también podría participar. Creo que sería algo muy especial, sin duda, ¿no? De hecho, uno de los... bueno, sí. Quería terminar la idea nada más. Uno de los artistas que participó en el festival de Radical Sounds Latinoamérica es Mesías Maiwashka, un compositor electroacústico ecuatoriano que vive en Alemania, del que también estoy encargándome de publicar un álbum retrospectivo. Entonces, como que hay muchas conexiones interesantes, y creo que este proyecto de Jones creo que va a volver todavía más compleja esta colaboración, esta cooperación en general. Ja, er hat darüber gesprochen, dass er schon viel mit Schweizer und deutschen Künstlern, speziell aus der Improvisatoren-Szene, zusammengearbeitet hat. Und es gibt auch südamerikanische Künstler, die in Europa leben oder in Deutschland auch leben und dort ein Festival zum Beispiel aufgebaut haben, das auch eben südamerikanische Künstler in Europa einbezieht. Und er auch mit Messias Maiwashka, ja, der auch in Europa lebt, eine Zusammenarbeit auf seinem Label hatte und auch eine Retrospektive für ihn gemacht hat. Und er auf diese Weise schon eine ganze Menge Erfahrungen hat und Kontakte und es also eine lebendige Zusammenarbeit hier gibt zwischen südamerikanischen und europäischen und südamerikanisch-europäischen Künstlern. Kann er zum Beispiel auch etwas über das CD, was das Inhalt von dem CD ein bisschen sprechen? Pueden, le pregunté si podían hablar un poco sobre el contenido del CD. Sí. Bueno, el CD tiene obras de Remy Canedo, de mí mismo, entonces de Fernando Munizaga y improvisaciones de Jones. Es importante, Andrés, bueno, para mí es importante la relación con Boo Record, porque considero que es uno de los sellos más importantes a nivel sudamericano de música nueva, ¿no es cierto? También me gusta mucho su catálogo y creo que, como dice Luis, ya hay una relación que se viene a fortalecer con estos trabajos de colaboración, en este caso europeo-americano. Y el disco en sí también tiene que ver con eso. El disco tiene que ver con la creación de compositores chilenos erradicados en Alemania. So, das heißt also, wir haben zuerst einmal erwähnt, dass die CD bestehen wird aus Werken von Remy Canedo, Fernando Munizaga, eine Komposition von mir und auch Improvisationen von Jungs.
Und César hat dann erwähnt, dass ihm auch der Gesamtkatalog von Boo Records sehr gut gefällt. Also der Kontext und die ganze künstlerische Ausrichtung von Youngs und Boo Records sehr gut zusammenkommt und sich voraussichtlich befördern wird oder könnte. Wir hoffen das alle, auf allen Seiten zumindest. Ja, jetzt habe ich den Rest vergessen, Andreas, hilft mir. Nee, also die Kollaboration und die Verbindung zwischen auch ja, genau, Amerika und Europa. Das ist quasi ganz genau. Also dass diese Verbindung zwischen Europa und Südamerika ja auch sozusagen ein inhaltlicher Teil unserer Aufnahmen ist. Und deswegen sozusagen dieses äußerliche und innerliche Arbeit an der Verbindung zwischen diesen beiden künstlerischen, ja, also zwischen den beiden Kontinenten eigentlich oder deren Künstlern, ja, dass er da sicher sehr gut aufgehoben ist in diesem Label. Bueno, y el resultado de este encuentro es parte de eso. El año pasado con Youngs tuvimos una gira que pasamos por Perú, en donde Luis conoció el proyecto y fue parte de la gira donde se grabó el disco. Entonces, es importante eso. Se grabó el disco en Alemania y después tuvimos una gira en Chile y en Perú, que fue donde estuvimos en El Paradero, en Lima. Y ahí Luis vio el proyecto y después llegamos a esta colaboración. Ja, also der Prozess, wie es dazu gekommen ist, dass überhaupt diese CD auf Boo Records rauskommen wird, und unsere künstlerische Arbeit im Kontakt zwischen eben Deutschland und Chile bzw. Peru ist inhaltlich sehr eng miteinander verwoben. Denn wir hatten also bei der Tournee davor die CD-Aufnahmen hier gemacht in Deutschland. Und dann haben wir eine Tournee in Chile gemacht und Peru. Und gerade und dort haben wir, also habe ich Luis kennengelernt, der mit César schon davor in Kontakt war, aber er hat dort unser Duo Youngs auch live gesehen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, um sozusagen miteinander anzufangen zu arbeiten, dass man sich nicht nur über eine Aufnahme kennenlernt, sondern real. Und gerade das hat dann auf der Tournee wieder stattgefunden. Und so hat sich insgesamt diese Zusammenarbeit ergeben. Bueno, Luis, ¿quieres tú contarnos un poco más del label o si no, vamos a conversar un poco del instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hablemos un poco sobre los instrumentos. O sea, creo que en general quizás hablar sobre el disco en sí, ¿no? Y sobre ese instrumento particular que están utilizando, ¿no? Sí. Sí, es un instrumento histórico, es algo particular para nosotros improvisadores. Normalmente hacemos música con los instrumentos que ya tenemos contemporáneos, pero y yo también hago mucha música electrónica, es decir, en un contexto completamente diferente, un contexto de digitalización, un contexto de técnica, pero en este caso bueno, simplemente tenía la ocasión de conocer este instrumento y de probar un poco cómo se puede
tocar y me interesó mucho. Es un sonido muy particular y así sí es también una busca, porque ya no se sabe, todavía no se sabe cómo, bueno, qué tipo de, ¿cómo se llama? De caño, qué tipo de caño. O de caña. De caña se necesita, o qué tipo de entonación se puede crear este instrumento construido para 435, 38, algo así. No se sabe, ¿no? Y es toda una busca de crear un resultado artístico con un instrumento que nadie no toca. Y eso es una situación que me interesa siempre de, bueno, este tipo de, es un tipo creativo, creativo al nivel técnico también. Y eso me da inspiración, ¿no? Also ich habe darüber erzählt, dass dieses Instrument ja eigentlich heutzutage es einfach nicht mehr bekannt ist, wie man es überhaupt spielt. Also das heißt, es ist eine ganze Forschungsreise, wie man überhaupt dazu kommt, zu finden, was sind die richtigen Blättchen oder was ist die Intonation überhaupt, für die das Instrument gebaut ist. Das weiß man vorher alles gar nicht und man fängt an, daran herumzusuchen. Und diese ganze, auch auf der technischen Seite, unbekannte Forschungsreise sozusagen ist eben etwas, was mich inspiriert hat, als ich die Gelegenheit bekam, mit diesem Instrument anzufangen zu arbeiten, weil es mir glücklicherweise von einem Sammler einfach so zur Verfügung gestellt wurde. Und da haben wir dann ein bisschen damit improvisiert und ein kleines Stück damit gebastelt. Ist das ein Bass oder Tenor? Nein, oder was? Nein, es ist ein relativ hohes Sarrusophon, ganz ungewöhnlicherweise. Es ist ein altes Sarrusophon. Alt. Man fast nie, ja, alt. Also normalerweise findet man, wenn schon, dann die tiefen Sarrusophone. Die werden auch manchmal eingesetzt in Orchesterkontexten. Aber ein Altsarrusophon ist wirklich etwas extrem Seltenes und Ungewöhnliches. Es hat einen eher piepsigen, dünnen Charakter, muss man sagen. Ja? Und ist ein hohes Instrument. Ja? Genau. Vielleicht kannst du das ein bisschen... Ah, ya, übersetzen. Claro, ¿cómo? Dice que es un instrumento. O sea, yo le preguntaba si era un instrumento tenor o bajo. Yo pensaba, tenía la idea de que el sarrusfón era un instrumento en general, el más, parece el más típico, era un bajo o un instrumento grave. Pero me dice que no, que es de hecho uno de los más raros porque es un instrumento de registro de alto, básicamente, ¿no? Y tiene ciertas particularidades sonoras interesantes para la improvisación, para la gente que busca, no, desde la improvisación también busca elementos sonoros novedosos, básicamente. Sí. Yo creo que eso es muy interesante del disco que vamos a lanzar, que es un disco que además de tener obras electroacústicas que trabajamos con los compositores, también aparece la improvisación y está como este trabajo con los instrumentos tradicionales que pasan a ser como nuevos fuentes de sonido, ¿no es cierto? Como un instrumento extendido. ¿Du? ¿O ahí? ¿Ich? Ya, yeah, er sagt, dass er findet interessant auch von das CD, das Jungs produziert jetzt und präsentiert, ist eine Suchung sozusagen von auch neue Sonoritäten, Klanglichkeiten. Klanglichkeiten, ja. Klanglichkeiten ist nicht nur eine Dimension von der, also ein Stück oder eine Improvisation, sondern auch diese Suchung von einem neuen Klang. Ne? Quizá podría ser interesante también si pueden contar la relación con estos compositores chilenos, si ya habían interpretado piezas de ellos o cómo así se generó esa colaboración con ellos. Er fragt auch, wie war die Kollaboration oder Zwischenarbeit zwischen die Komponisten, also meistens chilenische Komponisten und der Duo Young. César, tú puedes decir? Sí, Remy Canedo es un compositor que vive en Stuttgart hace ya
bueno, más de 10 años, y que trabaja con Nicola, es parte de SCAM también. Y Remy Canedo ist ein Komponist, ein Kollege, der wohnt auch in Stuttgart, hat auch viel mit Nicola gearbeitet. Und ja, das war. Y Fernando Munizaga es un compositor que estuvo en Francia viviendo, estudió en IRCAM, y ahora está haciendo su doctorado en composición en Stuttgart, y lo invitamos a colaborar a este proyecto con una obra. Fernando Munizaga ist auch ein Chilenisch, hat auch in IRCAM Paris gearbeitet und gestudiert, und jetzt macht ein Doktorarbeit, also Doktor sagen Solistenklasse oder Solistenklasse, ne? Solistenklasse in Komposition in Stuttgart. Claro. Y bueno, en el caso de Fernando hizo una obra especial para el disco, en donde por la situación que estaba viviendo Chile, que era la revuelta social, utiliza un proceso, incluso incorpora el último discurso de Salvador Allende dentro de la obra. Fernando, a propos des politischen Problems jetzt in Chile, also unsere Revolte, kann man sagen, Social Revolte, wie kann man sagen? Also der, ja, aufgrund des sozialen Prozesses, der in Chile jetzt gerade stattfindet, genau, hat Fernando in seinem Werk darauf bezogen und die letzte Rede von Salvador Allende in das Werk integriert. Sí. Bueno, y Luis, para responder, la obra de Fernando fue trabajada con el dúo. Entonces, las composiciones tienen relación directa con los intérpretes. Hat das Werk direkt im direkten Kontakt mit unserem Duo hergestellt und also auch direkt für die Interpreten geschrieben. Das heißt, hat es auf eine persönlichere Weise auf uns bezogen und uns auch Raum für Improvisation und unsere eigene Arbeitsweise darin gelassen. Das heißt also, auch hat sich auf unsere Arbeitsweise eingestellt und nicht so geschrieben, wie das sonst normalerweise tut, sondern speziell für unser Duo eine Form gefunden, die uns entspricht. Thank you.
Thank you.
Bueno, de mi parte, yo estoy muy feliz que hemos podido realizar esta emisión con tres países, Perú, Chile y Alemania. Para mí es la primera vez de, bueno, realizar una forma así, y esto también es parte del proceso de transformación en este tiempo particular. Y estoy muy feliz que hemos podido realizar esto. Muchas gracias a todos participantes, Luis, Andrés y César. Y muchas gracias también al público, a todos vosotros, ustedes que han venido, que han mirado, que van a mirar esta obra. Muchas gracias. Das sage ich jetzt auch noch auf Deutsch. Für mich ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir heute mit drei Nationen diese Sendung realisieren konnten. Peru, Chile und Deutschland. Das ist auch ein wichtiger Punkt, eben ein Teil der Transformation der Formen, die in der jetzigen Zeit nötig sind und sich einstellen, so sich herstellen mit der Zeit. Am Anfang fühlt man sich etwas hilflos und dann plötzlich greift man zu solchen Mitteln, und jetzt haben wir etwas realisiert, was nicht nur eine Notlösung ist, sondern auch in Richtung neuer Formen weist. Und ich danke allen Mitwirkenden sehr, Herr Louis, Andres und César, und danke vor allem auch Ihnen und euch, die heute hier mit uns da waren und uns zugehört haben, diese neue Sendung genossen haben. Ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Muchas gracias. A ustedes también. Oh, gracias.